Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu PyQt. So, heute geht's weiter mit ein paar coolen Sachen, die man so als Widgets bezeichnet. Und zwar zuerst mal mit der Progress Bar, Fortschrittsbalken auch genannt auf Deutsch. Und ja, die sind irgendwie ziemlich cool. Sieht man auch relativ häufig irgendwelche Installationen, bla 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 und irgendwelche Berechnungen. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Sachen rendert oder konvertiert oder sonst irgendwas. Deswegen Progress Bars sieht man häufig und ich finde sie irgendwie stylisch. Deswegen zeige ich euch die auch. Deswegen Q Progress Bar. Progress Bar. So. Und eine Q Progress Bar funktioniert relativ ähnlich wie all die anderen Widgets auch. Allerdings brauchen wir hier noch einen Timer. Ein Timer, sagen wir mal self.timer dazu, ist sozusagen eine Uhr, die immer ein bisschen weiterläuft. Ist gleich Q Basic Timer. Und ein Q Basic Timer self. Punkt, I, ich nenne es einfach mal I, ist gleich 0. So, ups, kein Semikolon in der Sprache. Okay, so, und was wir jetzt machen wollen ist, wir lassen diesen Timer einfach mal loslaufen. Self.timer, ihr könnt ihn noch irgendwie event-getriggert loslaufen lassen. Ihr startet ihn mit Start, ups, Start oder Stopp. Und, die Startmethode, die nimmt noch ein kleines Argument, das ist ein Integer und den geben wir einfach mal an. 10, oder warum nicht gleich 100? 100 und Self brauchen wir eigentlich nicht. So, wobei doch Self packen wir noch rein und dann müsste es eigentlich funktionieren. So, und was wir jetzt haben, ist ein Timer-Event. Dieser Timer-Event wird ausgelöst. So. Dadurch, dass wir jetzt den Timer hier auch noch als Parameter self übergeben haben, bekommt unser Fenster sozusagen immer den Event geliefert, nämlich einen ganz gewissen Event, dev Timer Event. Dieser Timer Event, von dem ich gerade geredet habe, da sagen wir einfach mal E dazu. Und dieser Timer Event, der enthält sozusagen die Informationen, die wir brauchen, nämlich wie weit ist unser Timer. Da sagen wir einfach self.i. Wenn es größer als 100 ist oder größer gleich 100 vielleicht, dann wollen wir, dass der Timer aufhört zu zählen. Self.timer.stop. Und wir wollen jedes Mal, dass der Step angezeigt wird in unserem Fortschrittsbalken. Und der Fortschrittsbalken ist unser W. Self.w.setValue. Und hier muss jetzt der self.i-Wert rein, also sozusagen immer ein Counter, der uns hochzählt. Genau. Und was wir auch noch machen müssen, ist, wir müssen diesen i-Wert um 1 erhöhen, sonst wird das nämlich gar nichts. Self.i gleich self.i plus 1. Okay. Huch. Ah. Okay, also mit Steuerung D könnt ihr in PyCharm Zeilen kopieren. Habe ich gerade rausgefunden. War Zufall. So. Ups. Logischerweise hat unsere Progress Bar kein Text Changed Event, weil ja, eine Progress Bar hat normalerweise kein Text Changed Event. Und jetzt sehen wir hier, jedes Mal, wenn dieser Timer Event, der wird automatisch jedes Mal aufgerufen und jedes Mal läuft dieser Timer einen Schritt vorwärts, bis er 100% erreicht und jedes Mal aktualisieren wir unseren Fortschrittsbalken. Wie gesagt, Größe und so weiter könnt ihr auch noch einstellen. Werdet ihr wahrscheinlich aber eh mit dem QT Designer machen. Deswegen überlasse ich das euch. Und ja, der zählt so langsam relativ cool nach oben. Sieht auch stylisch aus und ich finde es wirklich hübsch und sollte eigentlich überall rein, wenn es irgendwie einen Fortschritt gibt. Irgendwas rendern oder sowas, packt einen Fortschrittsbalken rein, ist geil. Okay. Das ist jetzt irgendwie gerade so das Video der coolen Tools, die man irgendwie gerne hätte, aber nirgendwo findet. Oder auch findet und ja, deswegen zeige ich euch auch gleich noch das Q-Calendar-Widget. Die Widgets sind jetzt irgendwie gerade so ein bisschen so Schnickschnack. Im nächsten Video geht es dann wieder um die Hardcore-Sachen. Aber Q-Calendar-Widget ist auch ziemlich cool. Wie der Name schon sagt, ist Q-Calendar-Widget eigentlich ein Kalender. Und das brauchen wir auch alles nicht mehr. So, jetzt geht's wieder. Und den Timer-Event brauchen wir nicht mehr. So, dele.
Und dieser Q-Calendar, der bringt uns so ein paar coole Features mit, nämlich man kann auf ein Datum klicken und kriegt dann auch tatsächlich das Datum zurück. Also self.w.clicked .connect. Das ist wieder mal ein ganz normaler Listener hier drauf auf dem Teil. Und zwar wollen wir clicked aufrufen. So. Self.clicked. Self.clicked übernimmt jetzt logischerweise keinen Plaintext mehr oder keinen Text mehr, sondern wir bekommen hier noch zusätzlich ein Datum rein. Ein Date. Okay. Und dieses Datum, das lässt sich sehr gut ausgeben, sage ich jetzt mal, indem man einfach sagt Date.toString. Klammer, Klammer. Fertig. Und was wir jetzt bekommen ist, wir haben hier einen geilen Kalender. Ihr seht, wann ich das Video schon aufgenommen habe. Das liegt daran, dass ich bald mal für eine Weile hier nicht mehr so vor Ort bin. Ja, am 27. Februar. Ihr werdet das Video wahrscheinlich nicht so bald sehen. Okay, wenn ich jetzt hier draufklicke auf irgendeinen, dann kriege ich hier ein Date als Text zurück. Also einen Freitag, den 26. Februar 2016. Und wenn ich hier draufklicke, kriege ich den Freitag, den 19. und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, der springt sogar für euch weiter. Ihr habt hier die Möglichkeit, einen wunderbaren Kalender easy in eure Applikation reinzubringen. Ist vielleicht ja schon ziemlich sinnvoll. Wenn ihr hier draufklickt, dann habt ihr sogar noch tatsächlich direkt die Möglichkeit, irgendwas zu machen, wie zum Beispiel hier nebendran einen Terminkalender für euch oder sowas, wo ihr was eintragen könnt oder so. Ziemlich geil also und echt nützlich. Und auch wirklich nicht schwer zu benutzen. Deswegen der Kalender. Gut. Ein weiteres Widget, was mir so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, ist der QLCD Number. So, da könnt ihr wunderbar irgendwelche Zahlen ausgeben. Und zwar einfach mit LCD, ganz easy. Nicht LCD, LCD ist das Ding hier. W heißt es bei uns. Self.w.display. Und hier einfach eine Zahl eingeben, die ihr anzeigen wollt, zum Beispiel 12. So, und wenn ich das Ganze jetzt starte, dann sehen wir hier eine wunderschöne LCD 12, also so richtig wie so eine alte, coole, trotzdem digitale Uhr. Ja, kann man wunderbar anzeigen, man kann auch ein bisschen mehr machen. Indem ihr zum Beispiel das Datum von gerade eben hier reinpackt und einfach als String das Datum ausgibt, zum Beispiel Freitag 27.02 und so weiter. Das reicht jetzt erstmal. Gut. Und dann steht hier eben, ja gut, es reicht halt nicht ganz von der Breite, das heißt, ihr müsst ein bisschen dicker ziehen, aber man kann durchaus auch einen String angeben, der dann eben ausgegeben wird. Sieht dann allerdings bei den Buchstaben teilweise ein bisschen komisch aus, also zieht das Ganze größer und so weiter. Ja. Ich finde es irgendwie stylisch und es ist halt natürlich auch Geschmackssache, was man da so macht. So, das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte, ist das QDateTime. Das reicht dann aber auch, glaube ich, mal wieder. DateTimeEdit, um genau zu sein. Da könnt ihr dann sagen, okay, wir wollen uns ein Datum aussuchen, was man sogar verändern kann. Und ja, wenn ich hier weitergehe, dann kann ich hier immer irgendwas aussuchen, so. Und mit diesen Pfeiltasten natürlich. Oder ich kann natürlich auch sagen, ich setze es tatsächlich durchs Reintippen, je nachdem, wie man es möchte. Und genau, man macht es einfach wieder über self.w. Nicht mit Value Changed, sondern mit, wir sind hier auf einem Date, Date Changed, beziehungsweise ja, Time Changed kann man auch benutzen. Date Changed soll bitte klickt aufrufen. So, und wir bekommen hier auch wieder ein, achso, self.clicked, logischerweise. Und wir bekommen hier auch wieder ein Date zurück. Das heißt, natürlich meine ich hier mit Connect und dann self.clicked. So, und wenn wir jetzt hier dieses Date gechanged haben, dann kriegen wir da unten den, ja, den wunderbaren Datumsstring zurück. Allerdings ohne die Zeit. Die Zeit können wir separat abfangen mit time changed, time changed, oder wir machen direkt ein Date time changed, Date time changed, ohne die Klammern wie immer. Und wenn wir jetzt hier irgendwas verändern, dann sehen wir direkt, wir kriegen alles hier raus. Also wir kriegen Sonntag, Januar 2, bla bla bla. Achtung, das Video ist nicht von 2000, nicht irritieren lassen. Wir haben hier eine andere Zeit reingetan. Und wenn wir die Zeit setzen wollen,
Dann sagen wir einfach now gleich q date time. Und dann sagen wir now.setTime Bodenstrich t und wir sagen time.time, wobei wir time.time erst noch importieren müssen. Import time. So, time.time und fertig. So, und jetzt müssen wir noch dieses now als aktuelles Datum für unser DateTimeEdit setzen. Also setDateTime da unten. Und jetzt packen wir unser now rein. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, wir haben hier gleich mal ein Event kreiert und haben aber jetzt aktuell 14.03 Uhr und am 27.02. Gut, der Grund, warum wir schon ein Event dafür kriegen, ist, weil wir hier das Ganze schon gesetzt haben, nachdem wir den Signalhändler eingepackt haben. Wenn wir jetzt das Ganze davor schreiben, dann kriegen wir kein Event dafür. Das heißt, so sehen wir hier unten, ist immer noch leer. Und jetzt 2017 und wir haben ein neues Signal für 2017, was übrigens ein Montag sein wird. Wunderbar. Okay, oder wenn ihr rein zufällig gerade am Montag, den 27. Februar 2017 guckt, es ist ein Montag. Genau, das wusste ich schon vor einem Jahr, nur weil ich Python kann. Wunderbar. Okay, das war's dann mit den Widgets. Nächstes Mal zeige ich euch die Dialoge, die man so alle kriegen kann. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und vergesst nicht, mich zu abonnieren und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.